Sie war wohl ohnehin nicht mehr im besten Zustand, doch jetzt ist die Scheune in Posdorf bei Delitzsch komplett dahin. In den frühen Morgenstunden peitschten die Sturmböen offenbar so stark gegen die Außenwand, dass sie umstürzte und die Ziegel sich komplett auf die Straße verteilten. Na, gegen 5:30 hat es einen Hieb gegeben durch den Sturm, wo man nachher nicht sagen konnte, was es ist. Und wir haben nachher auch nicht dran gedacht, dass es dieses Grundstück betraf, weil es immer hieß, das ist so gut gesichert. Das wird, auch wenn es marode aussieht, die nächsten 30 Jahre noch stehen bleiben, Bestand haben und nicht einfallen. Viele Anwohner haben das schon lange bezweifelt. Die Nachbarn hätten den Eigentümer schon häufig darauf hingewiesen, dass der Gebäudezustand zur Gefahr für Passanten und Autofahrer werden könnte. Es wurde von ihm immer auf Deutsch gesagt belächelt und es wurde noch 100 Jahre stehen. Und nun ist es so weit gekommen, zum Glück ohne Personenschaden. Vor 14 Tagen, am 17. Oktober, haben wir es nochmal angesagt beim Oberbürgermeister, dass es wirklich sehr gefährlich aussieht. Und wenn hier ein Bus vorbeifährt, wenn hier Kinder vorbeifahren, Fahrradfahrer, das äußerst gefährlich sein kann, wenn Sturm ist. Und da hieß es, solange nichts passiert oder passiert ist, hat die Stadt keine Möglichkeit, dem Ganzen hier einen Riegel vorzuschieben. Da auf der südöstlichen Zufahrtsstraße nach Posdorf kein Durchkommen war, musste sie gesperrt werden. Der Besitzer beräumte die Straße selbst, wollte aber vor der Kamera nicht mit uns reden.